So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit Prison Architect. So, wo waren wir denn? Also hier haben wir jetzt schön den Zaun drum. Und ich würde sagen, wir machen hier ins Eck auch nochmal einen Scharfschützenturm. Nur so zur Sicherheit. Nur so zur Sicherheit hier hin. Und dann brauchen wir auch noch einen Scharfschützen. Ja. Du kannst dann gleich dahin gehen, wo du hin musst, ne? Hier ist alles klar. Hundepatrouille ist hier auch außenrum. Ich glaube aber, ich mache die einfach mal komplett hier außenrum. So. So. 10 Hunde haben wir, oder? 10 Hunde. Okay. Machen wir vielleicht nochmal 2 mehr. So, dann kriegen die auch noch hier Hundehütten. So. Was ist hier los? Was war da? Was ist da? Was soll das? So. Jetzt gucken wir mal. Hier hinten ist immer noch kein Wasser. Da kommt keins an. Ja, machen wir hier halt mal noch ein kleines Rohr dazwischen. So. Und ich hätte gerne hier noch eine Kamera. So. Geht das? Geht nicht, gell? Naja. Was soll's. So, wir haben Kohle. Das heißt, wir können hier noch weiter auf jeden Fall Zellen bauen. Elf Meter. So. Macht das mal, Jungs. So, ansonsten läuft. Da können wir hier ein bisschen Gas geben. Dum, 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 dum. Was ist hier los? Hier sind einige, die überprüft werden müssen. So, und dann kriegen die hier auch noch auf jeden Fall. Wo baue ich das hin? Ich glaube hier oben. Sowas hier. Eine Krankenstation haben sie. Aber ein bisschen größeren Gemeinschaftsraum, den machen wir hier größer. Und dann gibt es hier auf jeden Fall noch eine Wäscherei und so weiter und so fort hin. Das kann, glaube ich, nicht schaden. So. Das machen wir zu. Jetzt warten wir mal auf ein bisschen Geld. Und dann machen wir hier hinten dran noch ein bisschen größeren Komplex. Wo die Räume hinkommen. 3000, wie sieht's denn aus? Tischlerleere. Noch ein hochwertiges Bett. Okay, und auf 500, ja, das geht noch ein bisschen. Gibt's denn da sonst noch Zuschüsse? Ja, diese Ernährungsstudie will ich nicht irgendwie nicht machen. Die will ich irgendwie nicht machen. So. Gut, hier ist kein Strom. Das können wir schon mal legen. Komm, den Strom können wir schon mal legen. Auch das Wasser. Ein bisschen weiter legen. Stromkabel. Hier ist die Mitte. So. Das können wir schon mal machen. Und dann will ich hier ein Fundament haben. Ja, schon so groß, ne? 12.000. Okay. Ja, warte mal halt mal. Es kommt ja. Sobald hier jemand sein tolles Bett gebaut hat, das hochwertige, läuft das. Tja, ansonsten denke ich mal, dass es jetzt ganz gut aussieht.
Ich hoffe, dass jetzt hier keine Leute mehr flüchten. Das fände ich super. Was kostet denn hier so ein Spaß? 120.000. Und das macht eine gute Fläche, ne? Kostet das auch so viel? Nee, das kostet nur 80. Ah, gut, okay. Naja. So, ihr habt Freizeit. Leute, könnt ihr mal hier kacken gehen. Wunderbar. Und dann ab in die Zelle. Irgendwie laufen hier auch zu wenig Leute rum. Habe ich so das Gefühl. Wachpatrouille ist nur einer, ne? Komm, da machst du bitte noch einen dazu. Und die Hundepatrouille, okay. Gut, 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 gut. Wir könnten hier auch noch ein paar Tische machen. So. Und Bänke natürlich auch noch so. Kling, klingel, kling, klingel, kling, 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 kling. Verkaufsprovision im Laden 2.500. Ja, das ist ja nicht schlecht eigentlich. Nicht schlecht eigentlich. So. Gut wäre vielleicht hier auch noch einen Ruheraum zu machen für unsere Wärter und so weiter. Weil die sind alle echt müde. Müssen dann hier in diesen Mini-Personalraum. Ist schon geil. Das Mini-Teil hier. Aber naja, was soll's. So. So ist das halt, ne? So, alle schön am Schlafen. Finde ich gut. Hier, nur du nicht. Was ist mit dir? Wie für Indie-Videospielpiraterie. Es ist nicht normale Videospielpiraterie, sondern Indie. Okay. Na dann. Buchfälschung hat er auch schon mal gemacht. Ein Buch gefälscht. Okay. Da ist noch einer, wo ich schlafen kann. M. Andrew Hackersaurus. Okay. After winning the TV-Series BattleBots went on the to create a killer machine which went on a rampage and killed 12 people. Ach du Scheiße. Aber er ist wegen Einbruch verknackt worden. Und wieder besitzt. Es ist immer schwierig, ne? Also, der hat einfach irgendwas besessen. Steht gar nicht da, was. Es ist einfach nur Besitz. Hier kann noch einer nicht schlafen. Was mit dir? Paul Jackson. Kaufhausdiebstahl. Oh! Was sehen wir da? Was sehen wir da? Was sehen wir da? Wieder mal müssen wir hier auf jeden Fall gucken, wo das herkommt. Das heißt, wir machen jetzt hier Tunnelsuche. Das kann ja nicht so weit weg sein eigentlich. Ja. Wenn die da was finden, aber hier ist irgendwie nix oder was? Was habt ihr denn da gefunden dann? Kann ich das irgendwie, nee, kann ich nicht, gell? Kann ich auch so in die Toiletten reingucken? Sieht sauber aus. Okay, die haben jetzt nichts gefunden. Aber der Hund hier, der findet da was. Verstehe ich nicht. Ich habe doch die Tunnelsuche jetzt durchgeführt. Also was, wie, was, warum? Wieso, weshalb, warum? So. Ja, hallo, wieso kann ich denn jetzt? Achso, deswegen kann ich es nicht. Hier mal bitte durchsuchen. Toiletteninspektion. Es ist doch die Tunnelsuche, oder? Manchmal scheinen die Hunde auch irgendwas zu riechen, was nicht da ist, hä? Keine Ahnung. So, wir haben schon wieder 8.000. Das reicht aber noch nicht für das Ding hier. Das würde ich aber erst noch fertig machen, gerne bevor wir hier neue. Was? Ich nehme keine neuen auf. Da sind doch 25 verfügbar.
Da kommen ja neue. Da kommen ja neue. Ist ja alles easy. Da kommen ja einige neuen hier. Und das heißt, die sind alle beschäftigt, alle Wärter. So, jetzt noch mal gucken hier. Der Hund hier was findet. Schnüffelkopf. Ja, der findet was. Aber ich kann da jetzt ja nichts machen. Wenn ich den Eingang nicht finde, ne, kann ich da gar nichts ändern, oder? Meine, wo kann das denn noch sein? Der Eingang hier in der Dusche? Glaube ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt ist er auch vorbeigelaufen, einfach der Hund. Okay. Nee, dann lassen wir es mal. Hoffen wir mal, dass das nicht so ist. Ich meine, gut, wenn jetzt hier einer rauskommt, da hat er schon wieder angeschlagen. Das nervt mich jetzt. Ich würde das gerne irgendwie. Könnte da nicht mal ein Loch graben und gucken, wo das herkommt? Weil ich kann ja jetzt, ich kann das nicht einfach so machen. Oh, 32.000. Jemand hat das tolle Bett fertiggestellt. So, das heißt, Fundament. Machen wir hier schon ein bisschen größeres Teil, ne? Haben wir gesagt, so vielleicht. Ja, mach mal. Das stört mich. Müsste doch hier sein. Aha. Und muss ich das jetzt extra anklicken, um das zu finden? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Die sind schon ein ganzes Stück weitergekommen hier. Verrückt. Was war das hier hinten? Kein Wasser? Oder sah das jetzt nur so aus? So, hier sind sie jetzt fast alle voll. Da haben wir hier genug. Und dann kriegen die noch ein bisschen Annehmlichkeiten da oben. Dann ist aber auch gut hier. Go, go, go. So, da kommt jetzt. Das Ding hier wird vergrößert auf jeden Fall mal. Und. Eine Wäscherei machen wir hier hin und noch ein paar anderes Zeug. So, das heißt, wir können eigentlich hier zumachen, die Wand wegmachen. Das ist doch mal eine Idee. Wir machen hier zu. Das heißt, ne, hier kommt dann eine Tür hin. So. Und hier eine Betonwand. Das hier kommt weg. Und. Das hier auch. So, und dann können wir den Gemeinschaftsraum nämlich noch ein bisschen größer machen. So, würde ich sagen. Räume. Gemeinschaftsraum. Da bist du doch. So. So, und dann können wir vielleicht da auch noch was Tolles reinmachen. Wie wäre es mit einem Radio? So, hier ein Radio hin. Und ein Bücherregal. Dann könnt ihr da ein bisschen, so, Zeug machen da drin, ne? Aber wieso ist hier keiner? Oh Gott, hier ist wieder alles anders. Das soll bitte alles so sein. Eieiei. Und hier soll bitte eine Wache stationiert sein. So. So, die Verwahrungszelle müssen wir wieder zumachen. Und dann brauchen wir da oben natürlich Strom. Strom. So, wir legen gleich mal hier auch das hoch. So.
Gut, eine Wäscherei, die kann ja ruhig genauso groß sein wie das und genauso aussehen wie das, oder? Das kann ja nicht schaden. Kann ich die klonen? Ist das groß genug? Nein, natürlich nicht. Ah, ist ja doof. Nein, das will ich nicht. Ah, weg. Wie groß ist das? 10 auf 17. Ja, okay. So, Wäscherei. Wo bist du? Wäscherei. So, 10 auf 17. Die ist ja ganz schön groß. Ich finde aber so reicht, ne? So reicht doch. So, dann gibt es hier eine Tür. Und Wände. Auch noch. Wer hätte es gedacht, in einem Gefängnis? So. Wäscherei, oh yeah. Was ist das denn? Ach, das ist unser Gärtner oder was, der da den Rasen mäht auf seltsame Art und Weise. So, ihr kriegt dann Waschmaschinen hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann auch noch Wäschekörbe von mir aus. 1, 2, 3, 4, 5. Und Bügelbretten, Bretter. Bügelbretten. So. Na, das reicht doch dann, oder? Habt ihr noch was anderes hier drüben? Nope. Sehr schön. Aha. Hier in der Mitte. Wie zur Hölle. Wo kommt das her? Von da? Oder von hier? Ja, gut. Komm, nochmal Toiletteninspektion. Oder kommt das schon von hier? Also vorhin hatte ich das ja auch gemacht, diese Toiletteninspektion, und es hat trotzdem nicht gereicht, das zu finden. Das ist echt traurig. So, die brauchen auch noch Wasser. Kein Problem. Kommt sofort. So. Von wo kann das denn kommen? Also hier ist ja auf jeden Fall mal. Nö. Ich dachte, da wäre vielleicht so eine große, ein großes Rohr, sodass die vielleicht da sowas machen. Da durchbuddeln halt. So, ich würde sagen, du gehst nochmal hier raus. Bitte. Und schnüffelst da mal rum. Keine Ahnung. Dann machen wir doch mal die Patrouille da auch durch, hä? Ah, hier müssen wir wieder hier sagen. Das ist nur das, das. Ist blöd, dass ich das immer sagen muss und dass es nicht automatisch gemacht wird. Das wäre besser. So, das heißt, wir machen hier auch noch mal eine Patrouille durch mit den Hundis. Das heißt, wir brauchen echt noch mehr Hunde. Das hat ja so keinen Sinn. Hundehütten, die kosten ja nichts. So, und Personal, Hundeführer, 1, 2, 3. So, jetzt haben wir 15. Das ist doch okay, oder? Müsste doch reichen. So. Wasser, okay, habt ihr immer noch nicht? Dann halt so. Und hier oben müssen dann noch die Wachpatrouillen hochlaufen. So, und hier natürlich. Okay, die Hundepatrouille müssen wir dann ein bisschen anders machen, ne? Das hier muss mal weg. Und dann lauft ihr hier oben rum. So, halt! So rum.
Oh, das sind ganz schön viele Hunde. Ganz schön viele Hundepatrouillen. Aber wir haben ja auch viele Hundebesitzer hier. So, Wäscherei. Da könnt ihr arbeiten, wenn ihr wollt. 37 Leute. Nicht übel. Und da hätte ich aber trotzdem gerne einen stationiert. So. Ich glaube, wir brauchen auch noch mal neue Wachen. Eins, zwei. So, 70 Wachen. Das ist doch schon mal nicht schlecht, damit hier wenigstens, weil 25 sind ja schon stationiert und 31 patrouillieren. Genau. So, und hier neben bauen wir dann noch einen Personalraum und ich würde sagen, vielleicht mal gucken, was die Leute hier so wollen. Wertung. Laune. Aha. Ja, muss ich mal hier schauen. Wo war das denn? Bedürfnisse. Hier. Literatur und Luxusgüter. Okay, Familie, Erholung, ja, Privatsphäre, okay. Ja, gucken wir, glaube ich, beim nächsten Mal, Leute. Ne, 20 Minuten schon wieder um. Das ist ja verrückt. Deswegen macht's gut. Bis dann.